Haus ja auch zu sichern. Auch schön, den Knife so zu beobachten. Eine Left 4 Dead Knife. So, easy peasy. Mit 3 Männern überlebt. Bleibt natürlich auch CT. Alles andere wäre unnötig. Und sollte man dem aktuellen Stand von Nuke Glauben schenken, dann sollte Maus jetzt mit die Pistole gewinnen. So ein 12-3 ungefähr anstreben. So, habe ich gestern schon gemeint, die Overview finde ich auf Nuke nicht so prall. Einfach weil sie so kompakt ist. Also irgendwie sollte man die vielleicht mal ein bisschen größer machen, hier das so Teile abschneiden oder so. Keine Ahnung. Gut, so, mal kurz gucken, wer wo deckt. Halle auf Retake. Zwei Mann unten. Trubel Cat Aprox. Der Kerz, next an der Rampe. So, zwei außen. Ich denke mal, sie werden gleich über Main reinkommen. Und Bombe hat Mikis im Vorraum. Boah, schöner E gegen Schacht. Mit erstem Halle ist jetzt drin. Dann kommt jetzt der Goal über Schacht. Schöne Reflex von Stavros. 3 gegen 3. Runde sieht gar nicht mal so gut aus für Maus. Sind schon gut angeschlagen. Lol. Aber dann machen sie doch nicht die Frags. Also, die Norweger. Waren da komplett an der Tür versammelt. Maus einfach aus jedem Eck gekrochen. Tja, das ist die nächste Runde. In dem Lauf, den Maus gerade hat. Schöner Support von Main. Schönes Recoil Control. Und Apox. Next holt den letzten. So, keine Bombe gelegt. Schade, dass man nicht so einen C-Play-Move gesehen hat. Für alle, die gestern eingeschaltet haben, wissen, wovon ich rede. Rampe go. Boah. Alter, next 1 AP. Krass, was hier gerade gefangen wird. Oh mein Gott. Was auf einmal nur 2 gegen 2, 2 gegen 4. Tubel auch schon angeschlagen. Aprox ist ganz weit weg. Hat auch nicht mal ein Kit. Gegen 3 Spieler. So, der versucht schnell. Nein, hat 2 Gegner hinter sich. Und hat es sich nicht umgedreht. Der gewinnt Wegsdreh. Tatsächlich hier die Glock-Eco war es, glaube ich, sogar. Mit netten Headshots an der Rampe. So, Maus hat aber Geld. Haben sich natürlich ein bisschen mit den MP5s, mit den SMGs, meine ich, aufgebaut. Uiuiui. Muss man sich auch Stein aufpassen. Hat doch Support von Struxi. Oh. Ui, da hat sich ja aber ausgezahlt. Not. Das macht wenigstens den Ausgleich. Na. Halle noch von Trouble gedeckt.
Druck sie jetzt auch mit in der Main da. Aber sie gehen aber Rampe. Nix immerhin noch mit 100. Schöner E. Ja, doch nicht. Boah, kommt ins Aquarium. Boah, kommt noch rechtzeitig rein. Ist auch allein bisher. Keiner über Schacht. Trubels über Schacht. Struxi wird da über Rampe kommen. Sehr schön. Sauber, Trubel. Jetzt vielleicht der Reflect direkt von Nix. Boah, er kommt da nicht aus dem Fenster raus mit dem fetten Arsch. Lololol. So, da holt sich Maus direkt wieder die Runde zurück. Allerdings die Arbe, die hat sich jetzt nicht ausgeteilt bei Aprox. Mal gucken, ob er die im weiteren Spielverlauf nochmal spielt. Schon drin. Oh, Stafros, schöne Pose da am Antikett. Vom Target auch einer. Da brennt nichts an. Tommy auch nur eine 4 HP, wird schon überrannt am im Forum. Keine Probleme für Maus, hier den Hallegor aufzuhalten. Schnell gegen Rampe. Boah, den Molly wird er leider nicht mehr los, Schuxi. Okay, war eh ne Eco. Da geben sie schon teilweise gut Gas. Boah, krasser Shot von Mikis. Da verliert Maus teilweise mehr Waffen in den Ecos als in den Waffenrunden. Oh, Möhn rastet aus und da fallen auf einmal die Headshots. Struxi schön über den Schacht geschoben, Nex über den Vorraum. Oh, Tommy wieder mit Low HP. Ich muss sagen, war gut in die Halle reingekommen, aber gut verteidigen. Das, ja. Das war da nicht drin. Also da fehlt schon noch einiges von BX3, damit sie irgendwie mithalten können im internationalen Wettbewerb. Hat man von anderen Teams schon viel, viel, viel besser gesehen. So, also Aprox hat, glaube ich, einen Molly gezogen. Ach ne, er zoomt. Ich wollte mich schon wundern. Er hat eine AUG. So wie ich das jetzt sehe im Overlay. Auch eine nette Waffe auf Nuke, glaube ich. Wenn man außen deckt. Hat. Wollte gerade seine Pose auflösen. Macht den ersten. Boah, schön geschossen. Leider sind zwei durch. Ah, ich konnte aber ansagen. Schönes Pre-Fire. Hat er dich selbst gehört? Boah, schön. Schönes Zusammenspiel auch mit unten. Und wieder ist es Tommy, der hier der LMS des Spiels ist. Zumindest auf Nuke. War jetzt schon dreimal ineinander last mit Standing. Steht. 7-1, Aprox darf seine lustige Waffe behalten. Geldtechnisch sieht es auch recht locker flockig aus bei Maus. Bei den Ts eher nicht so. Aber wir sehen den AWP bei Mikis. Scheint echt treffsicher zu sein. So, die Pose haben wir gestern von dem C-Play-Spieler oft gesehen. Allerdings mit AWP.
fällt gerade sein Name nicht ein. Mick ist außen aber auch sehr, sehr bedacht. Boah. Und da fallen instant zwei Frags. Nein! Da hat er Burst drin. Ich glaube, das wollte er nicht. Der Star Wars. Dix aber gut geschalten. Oh Gott, schlug sie auch mit dem Fail. Wollte da, wenn er den Molly losgeworden wäre, wäre die Runde sich nicht nochmal an Maus gegangen. Der hätte nämlich super gesessen, weil Dix nicht der Fall. 7-2 der Spielstand. Krass, wie der zwei Frags nahezu gleichzeitig gefallen sind. Auch gesundet mal bis als EM4 mit einer. Ich hab's auch mal auf dem DM gespielt und fand sie eigentlich auch nicht schlecht. Silence soll auf jeden Fall noch kommen, wird aber noch ein bisschen dauern. So wie ich das gelesen und verstanden habe, meint Valve wohl, dass CT sowieso gerade ein bisschen übervorteilt ist und das mit dem Schalldämpfer natürlich noch ein bisschen mehr wäre. Demzufolge müsste man sich erstmal überlegen, wie man das alles ausbalanced. Ich würde zum Beispiel grüßen, dass die AK wieder ein bisschen billiger wird. So 2,5 kostet. Derzeit kostet sie, glaube ich, 2,7. Finde ich ein bisschen übertrieben. Hat sich übrigens gerade gereimt. Oh, schön durchgebrückt von Finian. Hat sich gut auf das Spiel von Star Wars eingestellt. Mit Trubel am Spot, schruck sie am Cat. Oh! Eieieiei. Jetzt fängt Maus langsam an, Probleme zu kriegen. Tja, und geldmäßig. Schauen wir uns das an. 3-3-1-9-3-3. Ne, das muss der Eco heißen. So, zwei Flashes bei Trubel. Mal sehen, was er ansagt. Wohin flasht. Ich glaube, sie wollen Vorraum rushen. Er wird es wahrscheinlich direkt droppen. Okay, ein bisschen verzögert eingenommen. Zweite, vielleicht sollte er vielleicht noch werfen. Ah, das war ein komischer Push. Schien sehr random. Aber da wird Pommes vielleicht, dann vielleicht noch Rampe in den Flash. Haben sie vielleicht irgendwie ein paar Frags? So war das, sah das schon alles sehr unkoordiniert aus. Wo steht er eigentlich am Messlern? Ui, hat sie gar nicht bekommen. Dann kommt sogar weg. Ging jetzt über den Schacht, also Star Wars. Struck sie wurde hinten. Ja, vielleicht ein bisschen Glück. Nachdem. Oh. Die Runde könnte fast sogar machen. Struck sie von hinten. Nest oder Finien. Er hat keine Bombe, soweit ich das sehen kann. Bombe. Müsste irgendwo down sein. Schade, dass Struck sie jetzt low HP hat. Oh, da oben ist die Bombe. Und er hat eigentlich keine Zeit mehr. Muss. Oh, er muss unten legen. Nein! Struxi! Hau ab! Boah! Alter, da nochmal rechtzeitig geschalten. Aber schön die Eco gewonnen. Trotz des komischen Pushes da am Anfang. So, kurz die Nase putzen. Am schnellen Halle go aus. Ne, Halle fake Rampe go. Hat man zwar auch noch nicht gesehen. Abrox war diesmal der unter Cat geholfen hat. Ah! Schade, dass Staffus den nicht getötet hat, aber gut verschoben da.
Ach, schön. Jetzt gehen sie teilweise sehr unnötige Duelle ein. Also man merkt, Maus nicht ganz so im 100% Konzentriermodus. Geht das Ganze ja schon ein bisschen lockerer an. Wir wissen genau, dass sie das bessere Team sind. Und da steht es auch zurecht, 9:3. Ich denke, niemand bei klarem Verstand hat heute ein richtig spannendes Match erwartet. Einfach weil man von den Norwegern dann nichts gesehen hat vorher. Und ich glaube kaum, dass einfach so ein Team aus nichts kommt und alles zerberstet. Und Maus hat ja auch im LAN bewiesen, dass sie zu den Besten auf jeden Fall dazugehören können. Und in Zukunft wahrscheinlich auch werden. Ich hoffe wirklich, dass sie sich für die DreamHack qualifizieren. Damit wir dort auch einen deutschen Teilnehmer haben. Eine Eco bei Mikis. Ah, diesmal macht Trubel nur einen. Boah, schönes Aim von Star Wars. Und Finien draußen. Aber das ist wieder gegen 2. Proxy ist aber da. 10:3. Tja, zwei Waffen, zwei Waffen unten sehen wir jetzt hier noch. Also ein Go über in die Halle mit Flashes übers Dach oder so haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Vielleicht auch mal vor den Schacht smoken, irgendwie runtergehen, vielleicht nochmal was außen probieren. Wie ein Main Split oder sowas. Die Overview ist wirklich nicht ganz so nützlich hier auf Nuke. Schöner Molly. Ich glaube, sie warten jetzt, bis der Molly weg ist. Eine Fläche ist eigentlich zu wenig. Und Trubel beweist das auch direkt. Tja, da macht's BX3 Maus aber auch richtig einfach. Mit so schlechten Flashes, mit so wenigen Flashes vor allem auch. Es ist hier wirklich ein leichtes für Maus, den Go aufzuhalten. Was war das eigentlich gerade für ein Geräusch am Spawn? Bis mein Stream einfach angeht. Endlich mal was über außen. Sehr schön. Ah, Trouble noch in der Halle. So, ist auf jeden Fall relativ safe. Rampe steht next auch gar nicht so schlecht. Schöne Flash von Trouble. Also er gefällt mir richtig gut am Spot. Wenn du das immer souverän macht es auch mit Zusammenspiel mit Strux, sie hält er die alles safe. Der Go kommt aber einfach wieder nicht gut vom Timing. Da kommt irgendwie jeder einzelne rum. Wieder keine Flash, ist nichts. Und das ist auch die gelesene 12:3 Führung. Pistol hatten sie gewonnen. Ja, müssen sie gewonnen haben. Sonst wäre es ja kein 12:3 gewesen. Also habe ich ja gesagt, 12:3 anstreben.
So, Maus mit dem Halle Go. Da gab's die Fläche. Übers Dach. So, next direkt runter. Mates auch. Nette Taktik. Boah, aber zweimal unten. Wenigstens nimmt Trouble in der Hand mit. Ne, ist auf Ross. Oh Gott. Wie schlecht das auch von Mikis war. Der hätte den Frag doch schon fünfmal haben können, wenn er sich mal rumdreht und ein bisschen auf Sound spielt. Vielleicht war es aber auch laut. Boah. Schöne Taktik. Gute Flechte an die Halle übers Dach, dann Schacht drunter, unten gelegt. Anna war BX3 einfach komplett mit überfordert, obwohl sie unten waren. Schon zu dritt oder so. Ah, die waren halt irgendwie da hinten an der Treppe. Naja. Ah, was ein guter Comment von Tofu Hengst. Ich habe hab random.org an. Und würfel mir quasi immer aus, ob ich Trubel oder Schwabel sage. Hm, das ist wahr. Aus Rampe durch. Also wird einfach echt nur noch W gedrückt und nach den Fracks gegeiert. Auf jeden Fall verdient die Unterzahl. Aber so wie BX3 das bisher ausgespielt hat alles, glaube ich nicht, dass sie die Runde schaffen. Selbst jetzt gegen Nex in der Überzahl. Wissen anscheinend, dass er im Toxic ist. Nächstes Mal habe ich den Fehler. Nein, geht doch weg. Schade. Hätte ich ihm gegönnt, das 1 gegen 2. Ja, reicht sogar von der Zeit. Ohne Kids. Wo sind bei NBK mit dem TH? Achso, useless ist Kevlar gar nicht. Macht schon noch einen Unterschied. Aber stimmt schon, es hat trotzdem einen. Ach, Nathan, Nathan. Ach, NBK heißt Nathan oder was soll Nathan? Ja, wusste ich nicht. So, Maus auch übrigens mal wieder mit einer Eco, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wenn es einen Helm ohne Kevlar gäbe, sehr schön. Wäre eigentlich auch eine Idee, oder? Ja, aber da sollte auf jeden Fall auch noch ein bisschen was getan werden. Ich finde diesen Stun-Effekt auch noch ein bisschen komisch. So, Maus mit dem schnellen Halle-Go. Ah, Archie stimmt es auch noch. Aber hier sieht man auch so einen kleinen Unterschied bei Maus. Sie smoken sich die Main, sie werfen ein paar Granaten. Nicht so wie BX3 vorhin, die einfach in die Halle gasen und dann irgendwie meinen, dass sie alles so abdecken können mit Waffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, zwei Runden stehen uns noch bevor. Geldmäßig. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Können sie auf jeden Fall noch eine Runde leisten. Wieder der Go. Komplett ähnlicher Verlauf. Man könnte meinen, die Runde läuft nochmal exakt so ab wie eben. Nur, dass diesmal Retake über Cat kommt, dann nicht über Main. Nein, oder? Ach, kommt, ist nicht euer Ernst.